dass ich schon so vorbildlich war und mich des fliegenden Baums entledigt habe. Also ich bin nämlich eine Person, ich finde das immer ganz schrecklich, wenn irgendwo fliegende Bäume rumstehen. Ich finde das auch ganz doof für, also wenn man zu mehreren auf dem Server ist, dann können diejenigen ja nicht, ohne dass sie das weggemacht haben, neue Bäume pflanzen. Und das ist eigentlich das Dümmste daran. Also wenn ihr bei uns auf dem Server seid, fliegende Bäume müsst ihr immer wegmachen. Sonst bekommt ihr Haue. So. Packe ich mir direkt mal die Setzlinge in die Tasche. Dann kann ich die nämlich hier nachpflanzen. Da einer, hier so, da. Hier würde auch gut einpassen. Da, da. Da. Da auch, hier so, da. Hier, da, da. Wir wollen ja dafür sorgen, dass wir immer genug Nachschub an Holz haben. Ich habe mir überlegt, ob wir jetzt nicht eine der nächsten Folgen mal unsere Nachbarn besuchen gehen, um zu gucken, was die so gebaut haben. Das fände ich ganz spannend, mal zu sehen, wie weit die gekommen sind bisher. Nebenan haben wir ja direkt den Ramses. Also der ist ja gar nicht weit von hier. Da müssen wir nur hier diesem hier diesem Weg folgen. Und dann kämen wir quasi schon direkt zu seiner Stadt. Aber man sieht sie von hier aus jetzt nicht. Und der Turm, der ist bei uns an der anderen Seite. Das sind quasi unsere direkten Nachbarn. So, hier ist noch ein Baum. Müsst mal schauen. Ich pack mir mal die. Ja, ich pack die mir mal hier vorne hin. Dann sehe ich nämlich direkt, wie viel Holz ich schon habe. Also ich überlege gerade, 2 Stacks müssten eigentlich reichen. Eins haben wir gleich voll. So. Ja, auch Holzhacken gehört zu Minecraft dazu. Also das Beschaffen von Baumaterial ist ein wichtiger Teil von Minecraft. Ich finde das ganz gut, bei so viel kreativer Leistung, die man bringt, da ist das Holzhacken immer, oder das Steinekloppen, wie auch immer, ist immer so perfekt, um das Spiel so ein bisschen zu entschleunigen. Also, dass man mal so ein bisschen runterkommt, so entspannt die Gedanken abstellen kann und einfach nur auf den Baum draufhaut. Hier sind Äpfel. Also so hat das Spiel so eine perfekte Mischung aus Kreativitätsschub und hacken wir einen zu großen Baum ab. Aus Kreativitätsschub und Ruhe abschalten, entspannen. Ja, also dem Ramses wollen wir hier jetzt aber direkt vor der Haustür keinen fliegenden Baum stehen lassen. Sowas machen wir ja nicht. Warte mal, wo fängt denn der an und wo hört denn der auf? Das müssen wir wegmachen. Ja, das haben wir nicht so schlau gemacht. Wird schon wieder dunkel. Kann doch nicht sein. Ist doch gerade erst aus dem Haus gegangen. Tatsächlich. Was soll das denn? Und es hackt ein wenig. Es darf nicht dunkel werden.
Die müssen wir mal schnell nach Hause sammeln, noch die Setzlinge ein, die wir hier verteilt haben. Da sind schon wieder ein paar neue Bäume gewachsen. Nehmen wir aber noch mit. Also es soll ja nicht ganz umsonst gewesen sein, hier unser Ausflug. Und wir müssten uns bald mal einen neuen Helm basteln. Weil unser Helm ist nämlich schon kaputt. Und je weniger Rüstung wir haben, desto schneller werden wir verletzt und können auch sterben. Und wenn ich gerade mal so auf unsere Levelanzahl schiele, dann ist Sterben nicht unbedingt hoch. Das, was ich anstrebe. So, war hier jetzt gerade noch ein Baum? Aus dem wir rausgeglitscht sind? Nee, ne? Nee, war nicht. Okay, dann düsen wir schnell mal nach Hause. So, und schlafen eine Runde. Hi, Golem. So, Treppe hoch. Bevor wir schlafen gehen, gucken wir jetzt mal, wie viel Holz wir haben. Fast 2 Stacks. Ich will doch nur schlafen. So. So. Ich überlege gerade, ob wir nochmal zurück sollten. Restlichen Setzlinge und Äpfel einsammeln. Das wäre eigentlich ganz klug. Ich glaube, das machen wir auch. Also wenn wir was machen, dann sollten wir das auch richtig machen. Ups. Sind hier noch irgendwelche Gestorbenen? Nein. Da, die spawnen die Bäume nämlich noch. Die Sache ist nämlich die, wenn man schlafen geht, dann ist zwar die Nacht vorbei, aber die Zeit für Minecraft ist jetzt nicht schneller gelaufen, sondern sie läuft ganz normal weiter. Das heißt, das ist Despawn, kann man nicht dadurch verkürzen oder beschleunigen, indem man schlafen geht. Sondern, ja, es geht ganz normal weiter. So, hier ist noch... Haben wir schon wieder eine Menge Setzlinge gesammelt. 19, 20... So. Fällen wir noch ein paar Bäume. Oh, da unten ist Kohle. Huch, da wären wir jetzt fast runtergefallen. Ob wir hier mal runtergehen sollten? Also unsere Spitzhacke haben wir ja dabei. Sie doch mal mit. Das hier sind übrigens die von mir neuen gemachten neuen Texturen für Kohle. Ich denke, das ist noch nicht endgültig. Also ich werde da wohl wahrscheinlich irgendwie demnächst sowas wie eine Kohleader oder sowas machen. Oh Gott. Hier denn? Hühner, Schafe, Creeper? Okay. Ich bräuchte hier mal eine Fackel. Ein Creeper. Zwei Creeper. Unglaublich viele Schafe und Hühner. Das Problem ist, wenn ich jetzt einen Creeper umbringe, geht er wahrscheinlich in die Luft und bringt die Schafe mit um. Oder? Okay, der ist tot. Der ist auch tot. Da liegt noch ein Baum. Die ganzen Schafe hier unten. Noch ein Creeper.
auch noch ein Creeper. Okay, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich hier drin. 5 Millionen Creeper. Und Schafe brauche ich eigentlich sowieso nicht. Aber Steine brauche ich. Die nehme ich mir von hier noch mit. Aber krass, die ganzen Tiere sind da wohl hier reingelaufen. Oh. Das nehmen wir aber auch noch mit. Huch, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Es scheint hier eine komplette... Ja, scheint hier irgendwie so ein komplettes Höhlensystem zu sein. Oben ist noch ein Schaf. Aber wollen wir hier mal wieder raus. Also wie gesagt, sterben war jetzt nicht das, was ich eigentlich vorhatte. Okay. Aber wir wollten Bäume fällen. Und das nimmt uns leider niemand ab. Deswegen machen wir das jetzt selber. Wir müssen gleich auch wieder Bäume nachpflanzen. Hier hinten haben wir doch unseren Hund gefunden, nicht wahr? Da erinnere ich mich, dass er hier hinten irgendwo rumschlurfte. Das ist auch kein großer Baum. Können wir einfach so abholzen. So, nächster Baum. Also Birkenholz haben wir zu Hause noch genug. Und da wir das ja sowieso nicht verwenden können oder wollen, können wir die Birken hier auch stehen lassen. Wir brauchen nur die Eichenbäume. So. Hier ist noch ein Schaf. Ganz schön weit außerhalb unseres Zuhauses gerade. Mal schauen. Gehen wir mal hier hoch. Eine Kuh. Also wer das hier gebaut hat, das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht kann derjenige sich ja mal melden. Aber scheinbar hat er dafür den einen oder anderen Dungeon ausgenommen. Wenn ich das so sehe. Aber sowohl die rissigen Steinziegel als auch die Moossteinziegel bekommt man nämlich nur da. So, hier hinten sind keine Bäume mehr. Wir können ja mal gucken, ob unser gelbes Schaf noch hier ist. Es war doch hier irgendwo. Sollen wir ein Stück hier weiter herlaufen? Da müsste unsere... Genau, das ist unsere Wand. Und hier irgendwo war es doch. Als ich das letzte Mal hier war, stand es hier mit den anderen im Wasser.